Okay, wir brauchen was, um den Hebel hier auszulösen. Mal was testen. Wir brauchen ja auch irgendwas um die Zahnräder. Die Leine wollte nicht. Vielleicht geht das ja mit Opas Hose. Voilà, ein wunderbarer Keilriemen. Nur wie kriegen wir jetzt den Hebel ausgelöst? Oh oh, Spot? Alter! Da bist du ja wieder. Lass diese Albereien in Zukunft bitte, okay? Du weißt doch, dass ich schwache Nerven habe. Die Blattspot-Form. Okay, an die Stange jetzt. Spot hat keine Verwendung, kann sich ja eh nicht. Alter. Spot hat keine, kann sich ja eh. Vielleicht brauchen wir dafür das Regal. Die Idee ist gut. Nein! Wo ist jetzt? Wo ist das Seil? Ja, gut zu wissen, dass ich habe an da. Na gut, dass ich gerade eben noch gespeichert hatte. Okay, nehmen wir die Hose. Und das Keilriemen. Voila, ein. Testen wir das mal so. Die Idee ist gut. Nehmen wir mal die Leine kurz ab. Bevor wir hier versehentlich. Der Stein wäre schwer genug, um den Hebel unten zu halten. Aber wie soll ich das anstellen? Die Idee ist. Zugegeben, aber irgendwo. Ich schätze mal, wir müssen Spot hier anbinden. Spot sieht, ich kann es ihm endlich sind für diesen Okay, Spot. Gute Idee, wenn ich Spot. Jetzt zier dich nicht so. Jetzt den Stein. Die Idee ist. Oh oh, Spot? Alter, da bist Alter. Du ja wie. Lass diese Albereien in Zukunft bitte, okay? Du weißt doch, dass ich schwache Nerven habe. Und wenn wir jetzt den Stein da einfach. Die Idee ist. Nein, das kann mal. Spot hat keine. Kann sich ja eh. Spot hat später erst einmal. Spot hat später erst einmal. Boah, Alter. Nein, danke. Nein, das kann mal jemand. Ja, gut zu wissen, dass ich habe andauernd. So. Die Idee ist gut. Wenn wir jetzt das Regal. Die Idee ist. Na, Spot, willst viel Fraß.
Nein, das kann mal jemand. Sieh her und lernen kannst du beim. Wenn wir Spot da jetzt ranhängen? Sieh her und lernen kannst du. Ich kann doch Spot hin, es fehlen. Nein, das kann mal jemand. Warum nicht? Er erfüllt bestimmt denselben Zweck. Ah, Spot als Keilriemen. Boah, der Arme. Da seine kleinen Äuglein. Dann die Hose. Als Beutel daran. Und den Stein da schnell reinkollern lassen. Ah, ich verstehe. Okay. Wow. Maurice Medium Museum ist wirklich sein Geld wert. Schicke Eisenbahn. Boah, das kann ich nicht mehr ansehen. Erstmal Spot in seine normale Form wieder. Der Kohlebehälter, die Lokomotive, eine weg. Ein Vorhängeschloss. Na, können wir das aufschließen mit einem Hauptschlüssel? Mist, der Schlüssel passt hier leider nicht. Warum sollte er auch? Das wäre es noch gewesen. Boah, so eine alte Eisenbahn würde ich auch gerne mal mitfahren. Das ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich so eine einmal ein bisschen von Weitem wohl gesehen. Aber leider auch ziemlich marode sah die aus. Aber so eine live mal in gutem Zustand würde ich schon gerne mal sehen. Wo es dann eher heißen würde, wenn man die in Betrieb nimmt, so, oh, kann es nicht machen. So viel Ruß wie die in die Luft pustet. Bloß nicht. Hey Spot, kannst du dieses Schloss nicht irgendwie, weiß auch nicht, aufbrennen? Ach, vergiss es. Boah, das wäre zumindest eine Idee gewesen. Hey Spot, weiß auch, aufwickeln? Hey, warte, ich glaube, ich habe einen Plan. Aufwickeln? So, und nun zu Phase 2 meines Plans. Die da wäre, sich eine Phase 3 ausdenken. Armer Spot. Ah, und aufgesprengt. Ja, es hat funktioniert. Die Wegfahrsperre ist gelöst. Jetzt muss ich nur noch die Kohlen anheizen und es kann endlich losgehen. Die Kohlen anheizen. Sind da überhaupt Kohlen drin? Wenn ich die Lok in Betrieb nehmen will, dann muss ich wohl zuerst einmal die Kohlen anheizen. Ob mich dieser Zug nach Corona bringen kann? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, als es auszuprobieren. Aber erst einmal muss ich wohl den Kohlengrill anheizen. Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Spot. So bekomme ich Spot niemals durch diesen... Deswegen... Dafür ist dann auch diese Form gedacht. Ja, das könnte passen. Aber ich stelle mir das richtig schön vor... Ja, es hat funktioniert. Die Kohlen brennen. Corona, ich komme. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Mist, ich wollte den Audiokommentar noch hören. Ich stelle mir das richtig schön vor, mit so einer alten Lok mal durch die Gegend zu fahren. Aber ich glaube, in Deutschland wäre das nicht so gut umsetzbar. Leider. Und da war es dann. Inmitten des Nichts, zwischen den Wolken, thronte auf einer einzigen letzten Felsnadel das Schloss Corona. Cedric hatte das Ziel seiner Reise erreicht. Corona, ich bin endlich angekommen. Jetzt Kapitel muss ich nur noch einen 4. Weg hineinfinden. Corona. Und noch eine Errungenschaft freigeschaltet, Zugfahrt nach Corona. Ah, leider den letzten Audiokommentar. Leider jetzt vergessen anzuhören. Hätte mich schon interessiert, was man da erfahren hätte. Das war eine wirklich beeindruckende Fahrt. Ich kann immer noch kaum glauben, dass wir heil angekommen sind.
Danke, dass du uns heil hierher gebracht hast. Ich muss zugeben, ich hatte zwischendrin so meine Zweifel. Ich kann auch nicht so. Ich habe eine Mission. Ein Busch. Opa hat immer von der wunderschönen Landschaft rings um Corona geschwärmt. Dieser Busch ist wohl das Einzige, was davon übrig geblieben ist. Och, schade. Ich nehme erst einmal nur einen Ast. Hier wachsen keine Beeren. Insgesamt scheint mir dieses Terrain nicht gerade lebensfreundlich zu sein. Kaum vorstellbar, dass das vor kurzem noch anders gewesen sein soll. Was haben wir hier noch? Ein Spalt, ein Tor, ein Abgrund, das Schloss. Gucken wir uns mal den Abgrund an. Oh, hatte ich erwähnt, dass ich unter einer schrecklichen Höhenangst leide? Nein, aber schön zu erfahren. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Dann gucken wir uns mal das Schloss an. Corona, ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Und dann gucken wir uns mal das Tor an. Ich bin so weit gekommen und jetzt werde ich zusammengekauert vor dieser Tür sterben. Das Schicksal sitzt garantiert gerade auf seiner Veranda bei einem Kakao, schaut auf die Welt hinunter und lacht über mich. Boah, jetzt ein Kakao? Kakao wäre nicht übel. Hallo? Ist jemand da drin? Darf ich rein? Hallo? Hallo? Kein Schloss, keine Klinke, kein geheimer Mechanismus. Wie wär's mal anklopfen? Ich habe ja schon einige Türen aufbekommen. Aber dies hier ist wirklich die Mutter aller Türen. Was soll ich bloß machen? Wir haben doch einen Spalt. Da ist ein Spalt unter der Tür. Aber ich bezweifle, dass ich meinen tollen Tablett-Trick hier wiederholen kann. Ich habe kein Tablett und die Tür hat keinen Schlüssel. Hallo? Ist jemand da drin? Darf ich rein? Nein. Hallo? Das bringt nichts. Ich bekomme nicht einmal... Wir haben einen Stock. Wir haben doch jetzt einen Spot, der sich klein machen kann. Hey Spot, kannst du mir helfen, das Tor zu öffnen? Oh, der arme, platte Spot. Keine Ahnung. Wer weiß, was dich da drin erwartet. Eins ist aber sicher. Das wird nicht leicht. Wir verstehen uns. Und, hey Spot, wenn du das schaffst, nehme ich einiges von dem zurück, was ich über dich gesagt habe. Viel Glück, Kumpel. Och, wie süß. Da ist doch... Wie hieß er noch? Bobby. Vielleicht aufbrennen? Auch nicht. Was haben wir hier noch? Ein Stall mit einem Loch im Dach. Und der Bote. Hallo, Bobby. Hallo, kleiner Freund. Was treibst du denn hier? Bring dich lieber in Sicherheit. Hier könnte es bald sehr ungemütlich werden. Warum denn? Ja. Braves Tier. Ja. Jetzt... Kusch! Da ist eine Wippe. Ah, Grasbüschel. Ist da eine Bombe über den Grasbüschel? Ein Mauseloch. Was haben wir hier noch? Eine Scheune. Dann kehren wir doch mal kurz zu Sedgwick zurück. Können wir nicht mehr zu Sedgwick zurückkehren? So ein Mist. Was haben wir hier? Eine Tür? Eine Kuh!
Eine Kuh. Erstmal Milchshake trinken und überlegen, wie wir hier weiterkommen. Hallo Kuh? Hallo Kuh? Mu? Okay, anfackeln lässt sie sich auch nicht. Das hier ist aus vielen Gründen einer meiner Lieblingsscreens. Übrigens. Erzähl. Das erste ist halt, dass dieser Screen ein wichtiger Teil des Spot-Parcours ist. Okay. Den hören wir uns später an, den Audiokommentar. Darf ich nur nicht vergessen. Vorher wollen wir natürlich den Parcours hier lösen. Okay, wo kommen wir hier rein? Ah, okay, Wippe. Okay, ich verstehe. Dann den Dicken. Wo ist der Stein hin? Entweder den normalen oder den flachen Spot brauchen wir dann gleich. Wenn der Stein runterkommt. So. Den dicken Spot, den schweren Spot. Wippe. Nehmen wir mal den flachen. In die durch die Regenrinne. Plop, 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 plop. Jetzt sieh sich einer diese Sauerei Och, armer an. Bobby. Ich bin ja vollkommen durchnässt. Na warte, du kleines Monster. Socken. Eine Hose. Eine Kuh. Und der Bote. Hallo, spiel mit mir. Kusch, verschwinde! Du hast schon genug Schaden angerichtet. Ich will doch nur mit dir spielen. Ich bin eine kleine niedliche Raupe. Kusch, so? Du hast schon... Oh, auf so einen kleinen niedlichen kann man doch nicht böse sein. Oder? Ja komm, hier, wir trocknen deine Klamotten. Ey, lass meine Klamotten in Ruhe. Die Kuh? Können wir irgendwas mit der Kuh machen? Kusch, du hast schon... Wollen wir das jetzt so machen? Auch nicht. Oder müssen wir uns hier reinschleudern lassen? Dass wir... Nee, den schweren Spot, da sind wir ja geblieben. Dann rollen wir hier nur runter. So, der schwere Spot. Wenn wir als schwerer Spot bleiben, dann kommt der Stein runter und Spot geht nur... so runter. Über den normalen Spot wird er dann weggeschleudert. Nee.
Fieb? Auch nicht. Wir müssen irgendwie das Rad hier betätigen. Nur wie? Kusch, du hast schon... Kusch, du hast schon... Wir haben noch nicht genug Schaden angerichtet. Genug Schaden kann man nicht anrichten. Du hast schon. Bestimmt irgendwas hier draußen. Kommen wir hier rein? Anscheinend nicht. Können wir die Wippe vielleicht kaputt machen? Auch nicht. Okay, so ist er nicht schwer genug. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Einfach mal draufbleiben, was dann passiert. Hui! Das war jetzt nicht so spektakulär, wie ich dachte. Klein und leicht machen. Ah, okay. Ich schätze mal, da müssen wir hier irgendwas jetzt anbrennen. Einfach mal runterfallen lassen. Oh. Das sind aber stabile Socken. Und flach machen. Wir müssen uns anscheinend schwer machen. Wenn wir es jetzt leicht machen, werden wir dann rausgeschossen. Wo ist Bobby denn jetzt hin? Ach, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich hier irgendwie durch die Gegend schießen lassen. Oh, der arme Spot. So.
die Wippe. Schnell leicht machen. Hey! Und runterfallen lassen. Okay, so lassen wir uns dann zum Brunnen schießen. Wo werden wir da hingeschossen? Ah, okay. Na so, was sieht man aber auch nicht alle Tage. Oh, wie niedlich. Okay, und jetzt wieder schwer machen und auf das Rad purzeln lassen. Gut gemacht, Spot. Du hast es tatsächlich geschafft. Wahrscheinlich war es auch nicht weiter schwierig. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Oh, wie süß. Dann können wir uns ja zum Abschluss dieser Folge noch eben den Audiokommentar anhören. Was für ein Ritt, nicht wahr? Ja, diese Lokfahrt ist leider nie so hundertprozentig so geworden, wie wir es uns ursprünglich mal in unseren Köpfen vorgestellt haben. Nicht so ganz. Es ist schon beeindruckend, schon ein schönes Ergebnis, also auch gemessen an dem Budget, das wir dafür hatten, aber trotzdem muss man sagen, dass ich glaube, heute würden wir es noch ein bisschen anders produzieren und besser hinbekommen. Hauptsächlich liegt es daran, dass wir tatsächlich die Videocutscenes in Whispered World geoutsourced haben. Das war damals, war das so eine Methode. Sourced man out, nein, macht man heute natürlich auch noch. Aber wir machen es heute nicht mehr tatsächlich. Heute entstehen alle Animationen ebenfalls in den Cutscenes bei uns intern. Damals hatten wir halt, war unsere Animationssektion, sage ich mal, Abteilung, die war ja noch im Aufbau. Also wir hatten Simone da, wir hatten Gunnar da, wir hatten halt ganz viele fleißige Animatoren, die halt die Ingame-Figuren erstellt haben, aber wir hatten halt niemanden, der so richtig so fertige Videos so richtig produzieren konnte, beziehungsweise die Zeit dafür hatte. Und da haben wir uns nach viel Beratung haben wir uns dazu entschlossen gehabt, diese Videosequenzen irgendwo produzieren zu lassen, wo es halt günstig ist, weil wir auch gar nicht mehr so viel Geld hatten, weil es sehr viel Geld halt für die Animation hier draufgegangen ist. Und haben den Schritt gemacht und haben die bei einer Firma auf den Philippinen erstellen lassen, diese Animation. Und ja, im Endeffekt war die Entscheidung so mäßig gut. Ja, also im Endeffekt, es geht noch. Wir hatten uns immer was Größeres vorgestellt. Am Anfang waren wir immer ein bisschen am Jammern. Nein, 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 so geht das noch nicht. Wir haben es dann nach langem Feedback irgendwie dahin gebracht, dass wir auf jeden Fall noch zufrieden damit waren. Wir hätten gerne schon ein bisschen was anderes nur gehabt, aber so ist das meistens irgendwie, wenn man extern Leute beauftragt, kann man halt nicht direkt mal drauf zeigen, hier macht doch da noch mal ein bisschen mehr, sondern muss das in langen Prozessen erstmal hin und her schicken. Es dauert leider immer ein bisschen. Ja, und im Endeffekt hat aber Simone bei dem ganzen Briefen der Philippinen halt so viel Zeit da rein investiert, dass wir es eigentlich wirklich mit weniger Stress und weniger Zeitverzug auch hinbekommen hätten und wahrscheinlich auch mit einem besseren Ergebnis, wenn wir es gleich von Anfang an selber gemacht hätten. Also muss dazu sagen, dass Marco halt auch noch sehr viel selbst Hand angelegt hat und die Hintergründe halt später noch überarbeitet hat in vielen von den Videoszenen, bei dem das Ergebnis der Philippinen dann halt nicht ausgereicht hat. Und ja, das merkt man halt den Szenen dann an. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir hatten auch noch mit dem Lip-Sync hatten wir auch noch ein bisschen gearbeitet und so weiter. Ganz viele Sachen gemacht. Ja, viele kleine. Wir hatten einen ganzen einzelnen Bilder auch bekommen. War auf jeden Fall unglaublich viel Arbeit, was bei uns wahrscheinlich
intern hätten sparen können. Und die Vertonung der Cutscene, das war, ist auch ganz interessant. Die hat damals tatsächlich Steffen gemacht. Wusstest du das? Unser Steffen. Steffen Boos. Ja. Der war nämlich damals noch Praktikant bei uns. Und er hat ja auch so eine Multimedia-Ausbildung, ganz ähnlich wie ich, gemacht. Quasi so Medientechnik. Und der hat ja bei uns halt erstmal hier ein Praktikum gemacht im Studio und hat nebenbei dann halt unser Tonstudio, also das Periscope-Studio, gefragt, ob er bei denen in die Produktion auch mal reinschnuppern kann, weil er ihn das halt auch sehr interessiert hat. Und er hat halt vorher schon mal beim Studentenradio gearbeitet gehabt und hat sehr, sehr viel auch mit Ton eben zu tun gehabt in seiner Vergangenheit. Und da haben die ihn halt bei Periscope dran gesetzt, halt die ganzen Sounds und Soundtrack-Nummern und so weiter für die Cutscene aufzuarbeiten und die darunter zu schneiden quasi. Und das hat er gemacht parallel zu den Sprachaufnahmen. Er saß quasi immer im Nebenraum und hat immer mit gelacht, wenn halt wir wieder rumgeblödelt haben vorne im Raum. Es war eigentlich ganz gemütlich so. Ja, und ja, hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Genau, nach dem Praktikum war dann erstmal wieder, ging er dann ein halbes Jahr zurück zu seinem Studium und dann haben wir ihn auch sofort wieder hierher zurückgeholt. Was länger? Das war, glaube ich, ein bisschen länger. Aber ja, mittlerweile gehört er hier zur Führungsriege, zum Didelic Board, wie man immer so schön sagt. Und ja, er hat auch schon einige Stationen so hinter sich gemacht, gelassen, unterschiedlichste Sachen gemacht. Einer der wichtigsten Didelianer geworden. Damals noch Praktikant im Bereich Ton. Wie unser Joris jetzt hier, keine Ahnung. Vielleicht wirst du auch mal Assistent der Geschäftsführung. Da zuckt er nur mit den Schultern. So kommt man also an einen Job bei Didelic, indem man einfach mal ein Praktikum macht. Nun würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.